Hallo Welt, da sind wir wieder. Ah, wir sind hier im Ruhestand. Ein Paradies. Geschaffen extra für uns. Ah, hier sind noch andere Ruheständler, aber die sind zu ruhig für meinen Geschmack. Die haben es schon hinter sich. Ja, wir haben genug gesehen, das reicht uns, wir wollen hier raus. Universal Defense Logistics. Universal Defense Logistics möchte seine Angestellten daran erinnern, dass das Unternehmen nicht für die höchst bedauerlichen, aber wahrscheinlich häufigen Todesfälle in seinen Einrichtungen verantwortlich gemacht werden kann. Einheitenstatus aktiv. Wartungsausgangsstatus verschlossen. Hinweis, aufgrund Ihres Aufgabenbereichs im HHC-Zentrum, für vorzeitigen Ruhestand, wurden diese Robotereinheiten nicht mit einem standardmäßigen Wartungsmodus oder einem IFF-Transponder entwickelt. Die Entscheidung hat zu Kosteneinsparungen von 200 Bits pro Einheit geführt, bedeutet aber, dass jegliche bei Reparaturen verursachten Verletzungen vom Gehalt des ausführenden Arbeiters abgezogen werden. Du machst das UDL-Team zu dem, was es ist. Vielen Dank. Okay, Luke aufschließen, hacken. Oh, Hacken 65, Robotereinheiten deaktivieren, ja klar. Dann die Luke aufschließen. Wir stehen da nur im Badeanzug und... Unglaublich, oder? Wen können wir denn dafür verantwortlich machen eigentlich? Okay. Das ist kein Feind. Wow. Das sind alles keine Feinde hier. Aber was haben wir angezogen? Vorteile für unsere Kameraden hier. Leichte... Biene. Ja, Inspiration plus 5. Das können wir doch gut gebrauchen. Ausweichen plus 5. Leicht Dialogfertigkeiten, okay. Tech-Fertigkeiten und... Ja, das ist, glaube ich, das Beste, was wir gerade tragen können. So mitgenommen ist unsere Ausrüstung aber gar nicht. Wie sieht's mit den Waffen aus? Das Gewehr könnte schon eine Reparatur vertragen, aber hier scheint ja alles friedlich zu sein. Die kennen das nicht, dass da jemand durchkommt. Ach so, hier können wir ja sowieso reparieren. Wird den... Was wird den... Ich wollte nur gucken. Das war ich nicht, das war schon... Bestechung? Ein Roboter bestechen? Roboterwächter MK2? Ich gebe dir 770 Bit, wenn du wegsiehst. Lügen 40? Gar nichts. Einschüchtern 40? Aber was immer ich will. Überzeugen. Ich wollte gerade gehen. Angreifen. Ich wollte gerade gehen. This worker is entirely lawful. System cover. Nur weil wir das Kästchen da... Wie haben die das überhaupt gesehen? Sind hier Kameras? Die können das gar nicht sehen.
Ich geh mal hier raus. Was sage dir das? Hier geht's ja gar nicht raus. Ich dachte, da würde es rausgehen. Ja. Ach, hier sind wir. Aha. Ja, stimmt, die Tür war zu, oder? Mhm. Ja, hier haben wir die Spreads gejagt, haben wir hier. Kehre zu Hortense zurück. Erzähle Hortense von den Ergebnissen deiner Untersuchung. Das muss doch jemandem aufgefallen sein. Das muss jemand doch gemerkt haben. Naja, was will die schon machen? Die meckert ja die ganze Zeit nur. Die lebt in einer ganz anderen Welt. Wahrscheinlich wird sie sich erschießen. Das sind aber gemeine Gedanken. Wird sie doch gar nicht. Sind wir vernünftig angezogen? Oh, ich kann gar kein V drücken. Also ich kann V drücken, aber das hilft uns nicht weiter. Dialogfertigkeiten 10. Hiermit auch. Die sitzt den ganzen Tag hier rum. Also, ich habe eine gute und eine schlechte Nacht. That's one right there. Can't you just see the stench of impropriety radiating off of her? Ich habe nur eine schlechte Nachricht für dich. I must admit, I'm getting a certain thrill out of our little arrangement. If this goes well, perhaps I'll start hiring wandering delinquents to handle all of my affairs. Mhm. It is going well, I hope. Lügen 40. Das Ruhestandsviertel ist ein Paradies. Du solltest es dir selbst ansehen. Oh. Wie sich herausstellte, ist der vorzeitige Ruhestand weniger ein Leben im Luxus als vielmehr eine brutale Hinrichtungskammer. What? You mean it's just a sham they perpetuate so they can dispose of the rabble? That's brilliant. To take the most burdensome members of our society and simply remove them. Oh, I'll never doubt the wisdom of the board again. Why, I had no reason to be envious at all. What a relief. Wow. Die ist ja wirklich ganz schön krass drauf. Es ist die Zukunft, da denken die Leute anders. Das ist nun mal so, wenn man irgendwas nicht gebrauchen kann, dann wird es weggeworfen. Ja, aber... Also ich gebe zu, ich hätte mit dieser Reaktion bei dir rechnen sollen. Nun, ich schätze, ich bin zufrieden, dass du zufrieden bist. Ich war auch ziemlich erleichtert. Ich liebe es, Roboter zu töten. Nun, ich schätze, ich bin zufrieden, dass du zufrieden bist. Just as any professional should be, even if your profession is violently inclined vagrant. Now then, to the matter of your fee. Und wir können keinem davon erzählen, was da los ist. Wir können sie überzeugen, 100. Also ich erwarte natürlich einen Bonus für die unerwartete Gefahrenlage.
Einschüchtern? 65 können wir leider nicht. Meiner stattlichen Entlohnung? Meiner stattlichen Entlohnung, meinst du? Es sei denn, du möchtest den vorzeitigen Ruhestand selbst erleben. Zahl einfach, was wir vereinbart haben, und wir sind quitt. Vergiss es. Es fühlt sich falsch an, für sowas auch noch Geld zu bekommen. Wir überzeugen sie. Ach, wen haben wir denn dabei zum Überzeugen? Parvati? Ich glaube, Ellie. Dafür ist das Begleitersymbol da am Anfang, glaube ich. Deswegen kommen wir auf 100. Ich erwarte natürlich einen Bonus für die unerwartete Gefahrenlage. I suppose that would be appropriate. Very well. Treat yourself to an extra bowl of Sprat Stew or something. In any event, while I'm deeply grateful for the peace of mind you've brought me, I will need some solitude to fully bask in it. So if there's nothing further... Also wir sind dann mal weg. Schockierend, nicht wahr? Da dachte ich, Byzantium, na, die sind ein bisschen versnobbt, aber die sind ja total krank. Die sind ja schlimmer als alles andere, was wir hier bisher erlebt haben. Wirklich, als alles andere? Ich überlege gerade. Ja, es ist schlimmer geworden. Doch, die sind schlimmer als alles andere. Doch, ja, sind sie. Beiß nicht in die Sonne. Jetzt kümmern wir uns um Parvati endlich. Sobald Parvati den Mut dafür gefasst hat, kann sie John Lai für ihr Date auf das Schiff einladen. Frage sie, ob sie bereit ist. Naja, ich will hier nicht reden. Wenn die da sitzt und so grimmig guckt, ich hab Angst vor der. Oh. Das ist ja ein Horror hier. Das ist ja total gruselig hier. Kein Wunder, dass du springen willst. Mach ein Salto. Das ist ja wirklich abartig. Das ist ja krank. Ihr seid alle krank. I tell you what. Ich will hier gar kein Haus mehr. Wollte ich auch vorher nicht, ehrlich gesagt. Aber ich dachte, die wären einfach alle total... Aber das ist ja jetzt die eine, die so ist. Ja, aber wir können keinem davon erzählen, oder? Können wir dem was sagen hier? To see an Earth Assault Cruiser land here? Don't be ridiculous. There's no way one would fit. How would you know? You've never seen one. Neither have you. I don't know anyone who's seen one. Allerdings verstehe ich das auch nicht so ganz. Die arbeiten hier alle nicht. Weil man ja hier nur reinkommt, wenn man richtig viel Kohle hat. Warum ist denn das zu? Don't you ever want a little fun? Maybe see a marauder ship get blown to bits overhead? What a thing to say. Everyone knows marauders can't fly. Ich dachte schon. Oh nein! Wir haben die beiden in der Horrorstadt zurückgelassen. Na, die werden schon kommen. Die nehmen den nächsten. Die Entwicklungen hier, die sich jetzt in den letzten Folgen abgespielt haben, die sind ja grauenvoll. Wir sehen zu, dass wir nie wieder hierher kommen müssen, ja? Ach, müssen wir ja. Wir haben noch eine Aufgabe hier. Wir brauchen aber erstmal jetzt ein bisschen Aufmunterung. Irgendwas Schönes, Lustiges. Das ist ja grauenvoll. Aber das war doch vorauszusehen. Ja, das hätte man sich denken können, tatsächlich. Some crew members are causing a disturbance on the ship.
You're adjusting before you pull. You're anticipating it. You... Of course I'm anticipating it. What if I shoot a friend on accident? That's on account of your stance. You want to lean into it. Embrace it. Work with it. You're in control here, Parvati, not the gun. Don't let a hunk of metal jerk you around. You've been around powerful machinery all your life. You're always in control, right? I guess that's kind of like when the filler's shooting 600 cans of near-molten sal tuna down the conveyor while I'm trying to tune a belt. Here, stand like me. Just so. Hips square. Lean forward a little. It's just equipment, and you're just an engineer using it. Okay. We'll try again later. You'll get it. I promise. Hey, Parvati, was ich dich fragen wollte. I swear, next time we put in the Groundbreaker, I'm gonna do it. I'm gonna ask her over. Oh, I'm so nervous. Having trouble focusing on my work. Oh, bist du schon der Robotereinheit hier auf dem Schiff begegnet? Oh, you mean Sam? He's just the sweetest, ain't he? A real charmer, my dad'd say. Hast du ihm schon einen Spitznamen gegeben? Er ist ein Reinigungsroboter? Er ist kein Mensch, Parvati! Behandle ihn nicht wie einen. War ja klar, dass du ihn magst. Da hätte ich gar nicht fragen brauchen. Hast du ihm schon einen Spitznamen gegeben? Nah, but I've been thinking on one. Gotta get to know him better, I think. Maybe ask him what he prefers. It ain't nice to give folks a nickname without him giving you the okay first, you know? Ah, macht man das so? Ist das so? Ah, ich glaube, es ist Zeit, nein, dass du weiterziehst, nicht nein. Aber da war doch noch was anderes. I swear, next time we put in the Groundbreaker, I'm gonna do it. I'm gonna ask her over. Oh, I'm so nervous. I'm having trouble focusing on my work. Wird sofort erledigt. Dann kann sie auch wieder klar denken, vielleicht. We've arrived at the Groundbreaker. Da sind wir, Parvati. All right. She's on her way. How do I look? Du siehst wie immer aus. Fantastisch siehst du aus. Sauberer, würde ich sagen. Haha, du bist schon in Ordnung. Du siehst fantastisch aus. Oh, my hands have finally stopped shaking. All right, deep breath. Here I go. Wir sind gar nicht passend angezogen, oder? Sie nach dem Date? Mhm. Werfen wir uns mal in Schale. Das sind ja gar keine Dialogfähigkeiten, die wir hier auf dem schicken Hut haben. Führungsfertigkeiten und Überzeugen ist hier drauf. Na, aber Dialogfertigkeiten plus 10 sind doch jetzt gegeben. Wir brauchen, glaube ich, keine anderen mehr. Ja, ja. Sieht aber besser aus. Status report. 13 jobs scheduled for area maintenance. Alles in Ordnung mit dir? Battery levels are fully charged. Gute Arbeit, Sam. Sam? Zurück an die Arbeit. Oh nein. Oh, sollen wir sie wirklich stören? Anyhow,
So I told him, Dad, I'm a big girl now. I ain't need your help. I can do it on my lonesome. What did he say to that? Have at it then. And he handed me his favorite wrench, the one he used for the canner. It was probably half as tall as I was. He didn't scold you for talking back to him? Nah, he was never like that. I always thought it was funny when I'd get indignant about something. Then he'd watch me do whatever it was, make sure I didn't get hurt, but he'd never interfere. I learned a lot that way. I wish I could have met him. Anyone who helped shape you must have been a special person. Oh, Entschuldigung, ich komme ja von dieser Seite. Ich muss ja hier stehen. Hallo. Alles in Ordnung? We'll get the kid. My father and I were often at loggerheads. He had notions of how the station should be run, and I had others. He was fond of saying, you think Groundbreaker pays for itself? Someone's got to cover the bills, when I chafed against his deference to the board. Sounds like he was afraid of him. He was, and he was right to be. Didn't mean I had to like it. What about your mama? I don't mean to pry, you just hardly mention her, and I've been wondering. She passed when I was small. Taught me how to change a fuse on her deathbed. Even sick, she was patient with me. She kept exhaustive journals of my childhood, my father said. Like she was A-B testing child rearing. Must be you got that exacting nature from her. Exacting is a kind way to put it. Inflexible, my father would have said. Bullheaded. Cold. If you're cold, then I'm the void of space. Cold. That's the silliest thing I ever heard. I thank you. Das ist aber nicht so gut gelaufen jetzt alles. Ich meine, Chun Lai kommt in Arbeitsklamotten hier an, trinkt ein Bier. Haben wir was falsch gemacht? Und jetzt sind sie still. Peinliches Schweigen. Okay, wir unterbrechen mal die Ruhe. Prost. I'm having the best time. You've got a capable crew. That speaks well of your leadership. Läuft nicht, soll ich gehen? Nur keine Panik. I've shut off the visual feed from my ocular inputs in the captain's quarters. So you're free to disrobe whenever you'd like. Wir müssen irgendwas tun. I think I'll initiate an unscheduled rest cycle while you're out. Ach so, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Wir sollen sie alleine lassen auf dem Schiff. Ja, dann nehmen wir... Okay, dann nehmen wir Nyoka und Sam mit. Ellie ist Ärztin. Das ist vielleicht ganz gut, wenn sie dabei ist. Noch ein Schiff. Warum sollen wir denn das Schiff verlassen? Und wir gehen uns jetzt ein Trinken, okay? Oh, jetzt sollen wir wieder aufs Schiff. Ach. Ach was, Parvatis Date mit Chun Lai ist vorüber.
Frag sie, wie ihr Abend verlaufen ist. Das ging aber schnell, das hatte ich jetzt nicht gedacht. Hey, Felix! Das kann ich mir schon denken, dass das nicht so gut gelaufen ist. Auf jeden Fall war es enttäuschend. Some crew members are causing a disturbance on the ship. Auf jeden Fall war es enttäuschend für Parvati. You're adjusting before you pull. You're anticipating it. You... Of course I'm anticipating it. What if I shoot a friend on accident? That's on account of your stance. You want to lead das kennen wir. Entschuldigung. Okay, Captain, she's gone. Und wie ist es gelaufen? Erzähl mir alles. Bevor du ein Wort sagst, möchte ich klarstellen, dass ich keine Besorgungen mehr für dich mache. Fantastisch. In der Zwischenzeit ist doch sicher irgendwas kaputt gegangen. Also mach dich an die Arbeit. Oh. Ist das gut gelaufen? Erzähl mir alles. I feel like running laps around the cargo bay. So she got here and, well, she sneezed. She said, wow, new soap? And I was like, yeah, rose-ish. Turns out it tickled her nose. Oops. And then she just sort of touched my arm real gentle-like and called the cut of my outfit elegant. I couldn't hear the rest on account of my heart was beating so hard. Then I led her into the kitchen. I think she about cried when she saw the spread. Oh, wie schön. Und du hast also das Essen aufgetischt, June hereingebracht und die Musik angemacht. Wo waren wir denn da? Das Essen war doch schon auf dem Tisch. Hm. Ich weiß, ich war da. Ich dachte, du würdest einen romantischeren Ort auswählen, zum Beispiel den Maschinenraum. Ach, kommen wir zum guten Teil. Moment, du hast also das Essen aufgetischt, June hereingebracht und die Musik angemacht? She stood stock still and just said, oh, real soft. Oh, and let me tell you, I was sweating. And then she blinked and said, is that dustback casserole? I told her how we got Mr. Raymond to bake it for us, so it was double authentic. Made by a real live monarchian? Monarchist? Monarch person. Ja, so in etwa. Oh, okay, du hast ja recht. Ich weiß es auch nicht so genau. Das Essen ist also gut verlaufen, einschließlich Dessert. Ich war bei dem Typen ja nicht so ganz sicher. Zum Glück waren die Ergebnisse gut. Okay, kommen wir jetzt zum guten Teil. Das Essen ist also gut verlaufen, einschließlich Dessert. Well, we talked a bunch over dinner about the things we learned just through messages, stuff we repaired, how I taught her to salvage and she taught me to build. When I brung out the sweetheart cakes, June, she got a little teary, said she had a thing she needed to say. But I stopped her because I wanted to say it first. I never felt so bold, Captain. Oh, und? A power move. Ah, das ist ja ungewöhnlich direkt von dir. Und? Wie ging's weiter? I told her about how she made me feel. Bold like I acted. Strong. Smarter and kinder than I am on my lonesome. I listed all the things I liked about her. And then she pulled out a paper and read a speech. She talked about the things she admired about me, like my cleverness and my humor and how it made her want to be more open. Was ist dann passiert? Jetzt spann mich doch nicht so auf die Folter. Oh, Moment. Sie hat dir eine Rede geschrieben, um dir ihre Liebe zu gestehen? Oh, das klingt ja grässlich. Moment, sie hat ja eine Rede geschrieben. Ach so, ja. Nee, das ist ein bisschen. Also, was ist dann passiert? Jetzt spann mich doch nicht so auf die Folter. Erzähl schon. Anyhow, when she wrapped up, I asked her to be my girlfriend. And Captain, she said yes. And then Juhu. She sneezed again. On account of the flowery soap. Ja, das ist ja wirklich allzu niedlich. Herzlichen Glückwunsch. Was ist mit deiner Abneigung? Was ist mit deiner Abneigung gegenüber körperlicher Nähe? Okay, aber das Wichtigste ist, keine Besorgungen nach Lust und Laune mehr. Ach,
Das haben wir doch gerne getan. Ah, das ist ja wirklich zu niedlich. Herzlichen Glückwunsch. It's all on your account, you know. Imagine if you'd never taken me out of Edgewater. I'd have never met Junlei at all. I don't know nothing about the law or the capital P plan, but you've sure changed my life. So, if you don't mind, I'm just gonna head to my cabin and happy scream into my pillow for like an hour. Ja, primär. Prima meine ich. Primär. Primär geht auch. Oh, ich habe ein Bild von den beiden erhalten. Hey. I could probably spend years fixing this boat, stem to stern. Okay, weitermachen. Ein Bild, das gucken wir uns noch zum Ende der Folge an. Das wird bei ihr im Quartier sein, oder? Aber doch nicht bei uns. Warum sollte das bei uns sein? Nein. Die Crew schläft hier. Ich sehe kein Bild. Habe ich mich verlesen? Nur, das ist schon gut möglich. Eigentlich ist es nicht möglich, weil ich nicht lesen kann. Ich rate immer nur. Ich sehe kein Bild. Aufgabe ist gar nicht da. Ach, hier. Beiß nicht die Sonne. Es steht nicht, was für eine Belohnung wir bekommen haben. Ich werde es wohl nie erfahren. Du bist ja gar nicht Pavati. Was war denn das gerade? Ach da, Sam ist doch raus. Oh, der ist sauer. Ich dachte, wir hätten ein Bild. Na, vielleicht im Inventar. Vielleicht haben wir uns ein Bild von ihr gemacht. Ein anderes jetzt. Ach da, ja. Ach, endlich. Bild von Junlei und Parvati. Dieses Foto war ein Geschenk von Junlei als Erinnerung an ihre erste Verabredung mit Parvati. Eine Inschrift auf der Rückseite besagt: Für meine Wildblume. Danke für einen bezaubernden Abend. Ich freue mich auf viele mehr. Ja, und mit diesem Bild können wir doch die Folge beenden. Dieses Foto war ein Geschenk von Junlei als Erinnerung an ihre erste Verabredung mit Parvati. Ach so, das ist das Gleiche. Sonst manchmal steht da auch was anderes noch. Ja, schön, oder? Mir gefällt's. Ach, man kann ja noch ranzoomen, genau. Gute Idee, schönes Bild. Passt schon. Damit bedanke ich mich jetzt aber für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.